Wilson Gonzalez Ochsenknecht. Er hat seinem Peiniger verziehen. Ochsenknechts Sohn wurde missbraucht. Ein Drittel für seinen Peiniger empfindet Wilson Gonzalez Ochsenknecht keine Wut mehr. Zwei Drittel Wilson Gonzalez Ochsenknecht mit seiner Mutter Natascha, die auch in ihrem Buch über den Vorfall gesprochen hat, sowie mit seinen Geschwistern Cheyenne Savannah und Jimmy Blue. Drei Drittel Wilson Gonzalez mit seiner Freundin Loren. Weil sie in Amerika lebt, führen beide eine Fernbeziehung. Ein Drittel für seinen Peiniger empfindet Wilson Gonzalez Ochsenknecht keine Wut mehr. Wilson Gonzalez Ochsenknecht, 28, wurde als Kind missbraucht. Trotzdem hasst er seinen Peiniger nicht, wie der Schauspieler im Interview erzählt. Wilson Gonzalez Ochsenknecht spricht über Missbrauch als Kind. Wilson Gonzalez Ochsenknecht hat als Kind ein echtes Martyrium durchlebt. Als Sechsjähriger wurde er von einem Bühnenbeleuchter missbraucht. Der Pädophile war ein Freund der Familie und Set-Kollege von seinem Vater Uwe Ochsenknecht. Während andere Menschen an so einem Schicksal zerbrechen, hat der 28-Jährige seinen Frieden damit gemacht. Vielmehr noch, der Schauspieler konnte seinem Peiniger sogar ein Stück weit verzeihen, weil er akzeptiert habe, dass er an einer schweren Krankheit leide. Das würde ihn in dieser Situation nicht weiterbringen, erklärte Wilson Gonzalez Ochsenknecht im Interview mit Bunte. Auch sein Peiniger bekam eine Strafe. Nachdem sich der Junge seinem Kindermädchen anvertraut hatte, schalteten seine Eltern die Polizei ein. Im Jahr 1997 wurde der einschlägig vorbestrafte Täter dann für den Missbrauch vom Hamburger Landgericht zu 3 Jahren Haft verurteilt. So konnte er den Übergriff verkraften, doch wie hat Wilson Gonzalez Ochsenknecht es nur gemeistert, den Missbrauch so gut zu verarbeiten? Der ehemalige Kinderstar schaffte es vor allem durch gute psychologische Betreuung. Sagt er. Dennoch habe er keine Lust, ständig auf die Vergangenheit angesprochen zu werden. Betont der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht.